Sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade, sagte der Engel zu Maria. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, hab keine Angst. Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Deinem Sohn sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus allen Bewohnern, sich in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Josef musste sich in Bethlehem einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft, die alle Menschen mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Werdet ihr ihn erkennen? Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden. Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu. Es kamen auch einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden.
fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du allen mitteilst: Ich bin der helle Morgenstern. Komm. Komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Leben schenken.